Servus, was so von heute? Ich bin gerade Ameisen. Schau, hey, das ist eine richtige Hitze. Hey. Ja, es ist voll warm, ich muss zusammen. Pullover mal aussehen, ich habe gerade schon zwei Reste gefunden und schaue mich quasi um in dem wunderschönen Tal. Ja, das zeige ich jetzt mal mit der Drohne. Genau, und du bist dabei, check mal die Lage, checkst es mal mit aus, was wir quasi so entdecken, und dann zeige ich dir noch was anderes, was ich nämlich dabei habe. Jo, die Hänge haben ja halt so eingewachsen, aber es ist im Endeffekt besser wie nichts, ne? Und da ist jetzt so ein Sugar Ray, also komm mal, so ein Sugar Ray, aber dann hat es mich gesehen und dann ist es wieder in den Wald hinein. Ja. Ich bin heute in der Früh aufgewacht, um 6 Uhr, du. Und dann habe ich das Badfenster aufgemacht und dann die frische Luft, ja. Jedenfalls hat das dann alles gerochen, so nach Ahorn und Flieder, hey. Die ganzen Aerosole und Duftstoffe in der Luft, hey, und es ist unglaublich, ne. Und das ist einfach geil, wenn du das quasi riechst, ja. Und zur Besonderheit ist ja, dass es gibt ja so Blumen, die duften halt nur nachts, ja, oder fangen quasi auch am Abend nur zum Duften an. Und manche haben am Tag einen anderen Geruch wie nachts, ja. Und es gibt quasi so richtige Nachtblumen halt. Da musst du mal googeln, zum Beispiel. Die haben, also quasi nachts siehst du ja nichts, ne? Und die locken quasi dann ihre Bestäube, ja, mit den Düften, ja. Und es ist auch so, dass wieder andere haben die Blütenformen so, damit sie das Mondlicht reflektieren und so. Also das ist quasi eine ganz andere Sache, nachts wie am Tag, ne? Und ja, genau, da schaust du mal, was da im Endeffekt wann blüht. Ich habe letztes Jahr, habe ich doch gesagt, ich will einmal riechen, weil die Tollkirsche blüht, weil die dort ja bloß nachts ihren Duft verströmen. Und ich kenne einfach so Standorte für die Tollkirschen, aber habe ich immer noch nicht geschafft. Vielleicht mache ich das auch gut. Vielleicht mache ich das quasi dann dieses Jahr. Ne? Genau, da ist mir das halt einfach wieder bewusst geworden, Herr Fred, dass das einfach geil ist, wenn du da irgendwas riechst. Ja. Aber da rieche ich quasi gar nichts, außer die gemähte Wiesen. Hey, Gott sei Dank hat der quasi gemäht. Ja, Gott sei Dank. Ja, den Göttern sei Dank, Alter. Jo. Da bin ich jetzt angelangt am sogenannten Pausee. Ja, den siehst du nicht. Aber da esse ich jetzt einen Apfel. Ja, ich bin froh, dass das wieder so ist, hey, wie es jetzt ist. Weil es ist zwar scheiße schwül, Alter.
Aber wenn die Sonne lacht, ist das nichts für mich, ohne Krampf. Weil ich jetzt quasi auf dem Hang da schaue. Und ich will dir ja eigentlich was erzählen. Das mache ich jetzt gleich. Da oben, geht's los. Der eigentliche Ding halt. In unserer Oberpfälzer Heimat ist es ja so, dass die ganzen Wälder haben ja quasi, da gibt es alles Mögliche halt, ja. Aber was ich jetzt sag's dir gleich direkt, ja. Da gibt es so kleine Holzfräulein, die sind so Moosweibchen, ja. Und die wohnen da, sind so zwergenähnliche, ja. Und dann gibt es so Walddämonen, die sind die Holzhetze und die jagen quasi die Moosweibchen, ja. Und dann verstecken sie die Moosweibchen halt von denen. Und wenn die Menschen auf so einem, nach dem Baum fallen, quasi auf so ein Ding da halt, drei Kreuzeln drauf machen, dann können sie die Moosweibchen verstecken und dann kann der Holzhetze nicht mehr kommen und die quasi auseinanderreißen. Ja, aber da hat jetzt niemand drei Kreuzeln aufgemacht. Ja, das ist der Oberpfälzer Sagenschatz, Alter. Und der ist reichlich. Glauben wir es, der ist quasi alles. Wenn du dir die ganze Welt anschaust mit den ganzen Sagen, dann ist das richtig cool, weißt du, weil dann kannst du ja quasi das. Ich kenne ja die ganzen Sagen, die Heimat, die ganzen Sagen, die Oberpfalz und so. Und ja, für die Moosweibchen und Holzhetze und dann kommt der Schnitt da, Alter, der das Korn macht und ja, Alter, was es alles gibt. Gibt's, musst du mal schauen, schön wird. Der hat den mal zusammengetragen. Ne? Gibt ja so Gebrüder Grimm halt, aber der Schönwert hat halt die Sagen der Heimat. Und da kannst du halt, da erkennst du halt quasi unsere Oberpfälzer Landschaft und ja, keine Ahnung, check's doch mal aus. Google. Das war gerade mein Instax, weil ich gerne mit den Instax fotografiere, hier rassen. Ich habe quasi auch für Modelle, weißt, also eigentlich habe ich jedes Modell. Ja, und sogar doppelt und so, weil es richtig geil ist. Und letztens habe ich mir gedacht, ich tue mal meine analoge Kamera aus dem Keller raus, ich habe so eine analoge Spiegelreflexkamera. Und dann, ja, jedenfalls habe ich die dann eingeschmissen zum Entwickeln. Ein Kaufland, ne? Ja, aber eine Woche gewartet, waren sie nicht fertig. Habe ich 2 Wochen gewartet, waren sie immer noch nicht fertig. Und dann habe ich 3 Wochen gewartet, dann waren sie noch nicht fertig. Dann bin ich aber hingegangen. Da habe ich gesagt, hey, schaut mal, ob die überhaupt schon verschickt worden. Dann schaut die da, Alter. Ja, natürlich waren sie nicht verschickt. Dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich meinen Film wieder mit. Bin dann im Endeffekt, bin quasi ins Fotogeschäft gegangen. Und habe dann, da haben aber gesagt, dass das 2 Wochen dauern kann. Ja, habe mir gedacht, gut, da habe ich wenigstens einen Ansprechpartner. Und dann habe ich halt, ja, insgesamt habe ich nochmal 3 Wochen gewartet, waren dann, ja, zahlt habe ich dann 33 Euro und so eine analoge Filmrollen, die kostet ja zwischen 10 und 15 Euro. Ja, keine Ahnung, also im Endeffekt für 33 Bütteln mit CD bist du ja dann auch bei 1 Euro fast, wenn du das so mal hochrechnest, je nachdem, was du es halt im Endeffekt tust. Und von so einer Instax, weil ich mir die Leute denke, oh, das ist so teuer, bleibt sie irgendwie gleich. Ja. Ich meine, ich fotografiere nicht jeden Scheiß. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein top qualitatives Büttel machen will, dann muss ich das halt mit meinen anderen Kameras machen. Aber quasi den Outdoor-Hipster-Style, Leute, wenn du irgendwann unterwegs bist, den schaffst du im Endeffekt bloß. Oder wenn du die Erinnerungen festhalten willst, einmal kurz on the go, ist einfach, gibt nichts Besseres wie so ein Sofortbild. Ja. Polaroid habe ich mal ausprobiert, die sind scheiße. Ja, weiß ich nicht. Also, pff, da habe ich auch ein paar Damen, aber die alten waren besser. Aber ist ja was, wollte ich dir so mal kurz erzählen, weil ich habe mir gedacht, ich erzähle mal immer wegen irgendwas anderes. Einmal quasi so ein Thema. Ja. Nicht aber bloß, ich gehe jetzt um den Weiher. Ja, nö. Das war der Marakrappel, Alter. Das sind Rossameisen. Das sind die größten Ameisen, die bei uns vorkommen. Ja, und die haben wahrscheinlich not amused jetzt, weil irgendwer den Baum umgehauen hat, vor nicht einmal langer Zeit vielleicht. Ja, das sind die Ameisen, weil so ein, ja, die wollen wir nicht sicht, die bauen kein Nest, die wohnen quasi im Holz, im Baum, haben Holzschädlinge. Ja, da ist wahrscheinlich der Eingang. Habe ich noch nie angelangt zu einer, weil ich den nicht anlangen brauche, Alter. Ja, weil von denen lasse ich mich nicht beißen, du, die Säule.
Das sind die vollen Todesameisen, hey. Yeah! Ich bin eine Zeit lang jetzt da gestanden und habe einfach zugehört, da schreit der Rabi, Alter. Da hinten singen die Vögel. Ja, ist einfach cool. Und ein Männlein steht im Wald, hey. Nackt. Nein, Schmarrer. Ja, da machst du es mit, hey. Ich meine, ich bin froh, dass die Sonne nicht so scheint, ja. Und das wird auch jetzt so richtig heiß heute, aber wenn ich in solche Waldgebiete unterwegs bin, weißt du schon, so lichte Nadelhölzer oder vielleicht halt, ich meine, das sind jetzt Fichten oder auch Kiefernwälder, und dann ist so richtig heiß heute, dann hast du quasi so einen richtigen, na, wieder beim Duft, quasi so einen richtigen Harzding, wenn das Harz auch so gewillt, hey, weil das dann quasi schmeckt, ja. Und jetzt bin ich gerade durch die, über die Asche die Wiesen gegangen, Alter, da waren lauter so Raubameisenesser und so einen Zeckenarschloch habe ich auch gehabt, hey. Meine Fresse, ey. Jetzt schau ich, dass ich da irgendwie rauskomme, weil, ja, quasi der Führer on the Rocky Road to Dublin, wollte ich sagen. Halt, Alter, nee, weil ich muss jetzt nicht mehr auf. Muss ich nicht mehr auf, am Arsch, Alter. Freilich auf, da. Weißt du, warum? Ja, schau mal, du. Das sind Tollkirschen. Ja, Tollkirschen. Die blühen aber noch nicht. Ne? So gerade, was ich gerade gesagt habe, da kannst du jetzt hergehen. Aber da gehen die jetzt nicht her, weil es gibt da so Tollkirschen, die haben neben dem Fall. Weg. Hab ich gesagt, dass ich reingehe, Alter? Am Arsch, ey. Affi gehe ich wieder. Ja, das ist fette Ameisenfelsen. Aber dann gehe ich da vorne und die, weil. Pff, leck Arsch, ey. Ja. Da muss man mal schauen, wie ich da oben komme. Weil durch das Zeichen, da rieche ich nicht durch. Never ever, Alter. Never ever, hey. Ach, geh halt. Da sind noch ein paar Ameisen. Das sind gewiss auch Raubameisen. Aber ich schau das einmal an. Ich mach so ein Strauchwerk nicht. Ja, so da. Warum? Gleich dann. So, jetzt pass auf. Warum geh ich da nicht durch? Ganz einfach. Ich renne jetzt nicht auf irgendeinem Feld umeinander, gell? Ich bin ja quasi voll im Outback. Ich bin da, wo eigentlich niemand hinkommt. Da kommen quasi bloß die Leute hin, weil da irgendwas machen. Ja, sei es einer, der nach Insekten schaut. Oder der Waldbauer, der da Holz macht, ne? Oder keine Ahnung. Aber nicht der normale Wanderer. Ne? Und die Tiere haben natürlich auch Rückzugsräume. Weil zum Beispiel die Wildsäue oder so, die haben dann halt in solche Dickungen drin, wie man sagt. Ja? Und da muss ich nicht dann auch noch durchstampfen. Und darum schaue ich aber halt, ich meine, ich sage mir das ja nicht aus, weil ich jetzt so renne. Ich bin ja quasi bei Kartierungsarbeiten, aber da mache ich das halt einfach so schonend, wie es nicht geht, für das Getier, das da wohnt. Ne? Und ja, jedenfalls rede ich jetzt tatsächlich alle, weil mir langt es herum. Und mir langt es jetzt sowieso. Ja, ich gehe jetzt da noch weiter und muss mich jetzt mal von dir verabschieden. Ne? Dann kann ich nämlich mal zeigen, da, ne, da hat der auch Ameisen hergekommen nochmal. Genau. Also, Freund im Internet, danke fürs Anschauen. Fürs dabei sein, wenn du irgendwas ist, zeig es dir. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag. Let's Fetz aus der Oberpfalz. You mean.